So, da sind wir auch wieder zurück bei der guten alten Skin Win Challenge. Ich weiß noch nicht genau, wann ich hier das Video hochlade, deshalb wundert euch nicht. Aber falls ihr komplett neu seid, was ist die Skin Win Challenge? Ganz einfach, ich versuche mit jedem Skin aus meinem Spind halt einen epischen Sieg zu holen. Wie viele Kills dabei rauskommen, kann ich natürlich vorher nicht sagen. Ich versuche natürlich irgendwo mein Bestes zu geben, aber es werden auch mal Wins dabei sein mit 5, 6 Kills. Aber wenn ihr das Ganze supporten wollt, lasst doch gerne ein Like da, gerne ein Abo da lassen und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an. Und vorweg, klar, für manche mag das vielleicht nicht so interessant sein, aber ich sage ganz ehrlich, die, die mich jetzt ein bisschen kennen, wissen auch, dass ich nicht der beste Fortnite-Spieler bin. Also für mich ist ein epischer Sieg immer noch ein bisschen was Besonderes. Jetzt nicht mehr, dass ich ausraste oder so, aber hier ist schon mal der erste Kill, schön mit der Pickaxe weggeholt. Dann gehen wir direkt mal zum zweiten Kill rüber. Ich glaube, da waren wir im Pleasant Park, richtig. Und deshalb, ich sag ja klar, wären wir jetzt am Anfang von Fortnite, dann wäre das alles was Besonderes, das ist mir auch bewusst. Aber mir macht das Ganze Spaß. Und wenn ihr das Ganze halt nicht gefällt, dann ja, weiß ihr, was ihr machen muss. So, gucken wir mal an, wie wir den hier hops genommen haben. Ja, ihr seht, Bauskills sind da. Zack, ein Hit. Und zack, der Headshot und dann ist Feierabend. So, dann gehen wir direkt rüber zum bereits dritten Kill. Also, hier war ein bisschen was los im Pleasant Park. Ich sag ja, durch die Challenge bin ich so ein bisschen schon aggressiver am Spielen. Früher wäre ich so kämpfen aus dem Weg gegangen, so nach dem Motto, oh nee, kein Bock, jetzt dumm zu sterben. Ja, da hab ich mal dran gedacht, auch die Waffe zu wechseln. Ich habe hier immer meinen Spielstil. Ich bin auf der Pump, dann bleibe ich auf der Pump. Wenn die Pump noch nachlädt, dann bleiben wir trotzdem drauf. So, Waffen wechseln ist manchmal schon sehr sinnvoll. Da kommt schon der nächste Gegner angefahren. Das wäre dann der vierte. Und ja, einmal voll veraimt. Und da habe ich auch alles richtig gemacht. Gerade mal noch schnell die Waffe gewechselt. Ich weiß, für euch ist es alles normal. Für mich nicht wirklich. So, dann gehen wir mal zum fünften Kill. Hier bin ich schon. Ach, der kommt von unten, glaube ich, hoch. Ja, da turnt er rum. Ja, war auf jeden Fall kein Bot. Also nur für alle nochmal, ich spiele immer noch auf dem PC, nicht auf der Switch. Ich weiß, das sage ich öfters, aber die Frage kommt halt öfters, warum ich so Lobbys habe. Ganz ehrlich, auch ihr habt so Lobbys, ihr nehmt es nur nicht mehr wahr. So, was war hier? Ah, der hat zu so viel Schaden gekriegt. Der stirbt nämlich ganz schnell in Anführungszeichen. Zack. Das war dann schon Kill Nummer 6. Gehen wir mal direkt zu Kill Nummer 7 rüber. Ach, die Geschichte weiß ich auch noch. Die zwei waren sich schön am Bekämpfen. Ja, Aim is on point. Kappa. So, das war der siebte Kill. Dann einer war ja noch da unten. Da habe ich erst gedacht, was macht er jetzt? Deshalb spiele ich mich auch so vorsichtig. Aber er kommt einfach, zeigt sich. Ein Headshot. Und ich glaube, er stirbt da dran. Ja. Und zack, das war Kill Nummer 8. Sache, der Stinkbogen ist nicht schlecht. So, gehen wir mal direkt zu Kill Nummer 9. Ja. Wenn ich mir selber mein eigenes Gameplay angucke, denke ich mir manchmal auch, eieieiei. Manchmal denke ich mir wirklich, weil das kann man auch besser machen. So, was war hier? Ach, jetzt kommt der geile Headshot. Achtung. Zack. Ja, weil da unten war, mit dem hier war ich eigentlich beschäftigt. Aber da kam er, setzt sich einfach dahin. Jo, nimmt man natürlich gerne mit, ne? So, dann kommen wir noch zu den letzten zwei Kills. Und ach, der epische Sieg. Der war noch ein bisschen besonders. Zack. Ja, Handy ist auch noch an. Zack. Einmal der Headshot. Ja, jetzt kommt fast mein Fail. Ja, da wollte ich ihn unbedingt mit dem Stinkbogen wegholen. Da hat er schon mal 15 Schaden bekommen. Und da habe ich schon gedacht, oh je, oh je, das gibt nichts. Ich weiß auf jeden Fall, er kommt zu mir hoch. Das weiß ich noch. Ja, da habe ich gedacht, toll, wenn ich hier den ekligen Pick bekomme. Ja. Dann habe ich schon gedacht, ei, 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 jetzt kommt er.
Achtung. Ich glaube, er kommt sogar angeflogen mit der Impulsgranate. Da ist das, push mal. Gott, der Kampf geht ja noch richtig lang. Ich dachte eigentlich, das war alles schneller. Ah, ich wusste doch. Impulsgranate. Achtung. Nichts getroffen. Ja gut, doch ein Headshot. Dann habe ich gemerkt, scheiße, es gibt nichts. Also, Pickaxe. Epischer Sieg mit der Pickaxe kann man mitnehmen. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, falls du neu bist. Und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten epischen Sieg. Und haut rein.